Lisa, bitte warte kurz. Lisa, ich habe versucht, die ganze Zeit dich zu erreichen. Warum gehst du nicht ran? Sag doch was! Lisa, bitte bleib stehen. Jetzt bleib doch mal stehen. Lass mich! Nett. Martin, schau mal, wer da ist. Magst du einen Kaffee? Ich bin nur zufällig gerade hier. Lisa. Das ist ja eine Überraschung, hallo. Na komm, komm rein. Magst du einen Tee trinken oder einen Kaffee? Hm? Ich muss wieder los. Gib dir Zeit. Dies ist die Sprachbox von Harald Helm. Ich bitte, hinterlassen Sie Ihre Nachricht zurück. Meld dich. Isa war hier und hat mich beobachtet. Ich hab dir gesagt, sie muss weg. Wenzner war also trocken. Seit fast einem Jahr. Aber laut Obduktion, hier hat er eine Menge Alkohol im Blut. Hat das halt nicht durchgehalten. Die KTU hat auf Melzners Boot null gefunden, was Richtung Mord gehen könnte. Ja, wo die Leiche gefunden wurde, passt nicht. Weder die Strömung noch der Wind hätten ihn zum Fundort getrieben. Sondern auch an die Staumauer, wo das Boot gefunden wurde. Müsste ihn ja einer extra dahin gesegelt haben. Das Handy, das er in der Tasche hatte. Ich will alle Daten. Letzte Anrufe, Nachrichten, alles. Und diesmal schnell. Jules.
Juli, tust du was für mich? Oi. Wie espionné? Tout le monde. Comme un flic. Céline nous a balancé. Tu lui as parlé de Gorn? De Léo? De moi? Isa. Leo Messner. Ja, dem hat der Herr wahrlich viel aufgebürdet. Hat Frau und Kind durch einen Autounfall verloren. Hm. Dann kommen Sie zu einem und fragen, warum Sie noch an Gott glauben sollen. Hm. Theo Messmer gab sich die Schuld für all das. Die waren unterwegs zu ihm. Und wann ist er von hier weggegangen? Frühjahr 2009 etwa. Es ist ihm gekündigt worden. Hat als Koch gearbeitet. Als Vertreter war er dann unterwegs. Wein aus Südfrankreich. Je pensais que Gord, toi, c'était mon port de sécurité, mon secours. J'aurais dû te demander en mariage plus tôt. Oui. Oui, t'aurais dû. Mach weiter, ja? Mach weiter. Durch die
Umstellung auf Erdwärme und die Nutzung von Photovoltaik wird Gemserbräu fast 70% des CO2-Ausstoßes einsparen. Außerdem reduzieren sich die Energiekosten so auf ein Viertel. Sie finden das aber auch alles noch in unseren Broschüren. Martin? Ja? Frau Hamann, ich bin beeindruckt. Das kriegen wir hin. Heinrich, 3 Millionen, kriegen wir hin. Danke, tschüss. Bis nachher, weil sie wird's schon fix. Da können wir den Deal dann auch begießen. Ja, sehr gerne. Du, gibt's was Neues von deiner Tochter? Ich hoffe bald. Sie erinnert sich? Nur eine Frage von Tagen, hofft Sigrid. Wir sehen uns gleich beim Feiern. Wird uns allen gut tun. Mein Bruder muss uns noch mal helfen. Er kennt doch Leute, oder? Muss er doch. Was denn für Leute? Martin. Wir sind doch keine Unmenschen. Das lief gut. Tatsächlich. Sie sind sich aber schon bewusst, dass für einen solchen Neuanfang gar kein Geld da ist. Hm? Ich überlege, aus welchem Grund mein Vater sich für Sie entschieden hat. Sie nicht? Nein? Gar nicht? Die Brauerei wird untergehen, sagtest du das nicht? Um diese Pläne hier zu finanzieren, brauchst du die Mehrheit. Die hast du aber gar nicht. Hat er Ihnen das eigentlich erzählt, Frau Hamann? Tja, da rächt sich wohl die Steuersparwut deines Vaters. Oder gibt es vielleicht einen anderen Grund, warum er dir seine Anteile nicht vererbt hat? Hat er dir nichts zugetraut? Ich denke, hier ist nichts für dich zu tun, Junge. Na dann. Tschüss. Martin Kastorf. Du musst ihn anzeigen, sofort. Ich habe überhaupt keine Beweise. Außerdem, gerade als wir zusammen waren, da waren noch andere. Es ist, als ob ich mich erinnern könnte. Es war nicht nur Castor. Hey. Hey. Lisa. Ich will wissen, wer da noch war. Diese Typen, die haben was zu verlieren. Familie, Job. Ich habe auch verloren, Robert. Ich habe mein ganzes Leben verloren. Ich muss das jetzt zu Ende machen. Hey, hey. Ich helfe dir. Den Kleinen von deiner Mutter abholen. Und die Scheißattacke! Es tut mir leid. Ich habe so viel. Was machst du hier? Der Steuer. Ja. Hm. Schatz, komm mal zu mir. Komm her. Weißt du was? Du wartest jetzt mal ganz kurz auf mich im Auto, okay? Du darfst auch alle Gummibärchen aufnehmen. Los, schnell! Ihr fickt. Jenny, ja, ich hab euch gesehen am See und hier jetzt, damit ist es klar. So, liebt ihr euch? Jenny, lass uns... Was? Lass uns darüber sprechen. Sprechen wie erwachsene Leute, oder?
Robert, ich habe alles für dich getan, ja. Alles. Und du, Isa, du bist eine Schlampe und das warst du schon immer. Jenny, nein, du fährst dich jetzt nicht an! Jetzt hör mal zu! Ich stehe Isa bei. Bei Schlafen wird's wohl er treffen. Mann, Jenny, Isa wurde missbraucht. Habe ich dir davon erzählt damals? Nee. Deinen Schlüssel bitte. Jenny. Gib mir jetzt deinen Schlüssel! Jetzt! Bitte, Jenny. Du verstehst es falsch. Mann! Mann, Jenny, bitte! Fuck! Armes Ding. Dass sie diesen schweren Unfall verschwiegen hat. Eine von Gems. Sie will kein Mitleid. Aber mein Job ist noch nicht zu Ende. Doch. Wir wissen, wo sie war. Aber ein fremder Mann hat sich als seine Tochter ausgegeben. Dieser Mann ist tot. Hauptsache ist, dass er gut zu Isa war, dass es ihr trotz allem gut gegangen ist. Aber was damals passiert ist, der Grund für alles danach, warum sie verschwunden ist, das muss doch irgendwie geklärt werden. Das haben sie doch schon damals nicht herausgefunden. Aber sie können natürlich ihre gern der Polizei übergeben. Sie zahlen. Für mich gearbeitet. Für dich? Und was hat er? Eine Recherche über Isa. Ein Mann hatte sie gekidnappt. Nach ihrem Unfall. Ja, und sich als ihr Vater ausgegeben in Frankreich, ich weiß. Hat sie mir erzählt. Ach, und ich dachte, er da hat dich schon mal vorinformiert. Verstehe ich nicht. Ach Gott, Kind. Hältst du uns wirklich für so dumm, Heinrich und mich? Glaubst du, wir wussten nicht von deiner Affäre mit Wolf damals? Mama! Mama! Hast du uns gesehen? Wir sind Erster geworden, obwohl alle anderen viel älter waren. Komm, ich muss das Oma erzählen. Nimm mir Oma zu Hause. Wert. Das sind keine Beweise. Glaubst du, Isa lügt? Erinnerung ist kein Beweis. Wenn es bei ihrem Verschwinden irgendwie um Missbrauch gegangen wäre, dann hätte ich das rausgefunden. Und was, wenn nicht? Wenn du nicht der Superbulle warst? Wieso setzt du dich so für sie ein? Vielleicht, weil es sonst keiner tut. Kümmere dich lieber um deine Familie. Sagt der Vater Weltmeister. Du sollst es ja bloß besser machen. Thank you.
Willst du dich nicht umziehen? Du wusstest von Peter und mir? Jahrelang. Du hast mich vorgeführt, du und deine Mutter. Warum? Weil du so ein guter Mensch bist, ja? Sigrid, der das alles so übertragen kann, der erduldet. Wir haben gleich Gäste. Und dann gibst du Peter auch noch Arbeit. Damit du ihn wieder entlassen kannst, ja? Das ist so respektlos, Heinrich. Wie respektvoll warst du denn mir gegenüber damals? Unsere Tochter war verschwunden. Tot. Mussten wir annehmen. Und du vögelst mit dem Kommissar? Ja, schöner könnte der Abend nicht sein. Wir feiern die Zukunft von Gemserbräu. Mein ganz besonderer Dank geht an Martin und Harald. Und ich freue mich, dass meine Familie heute endlich in ganzer Stärke angetreten ist. Bei Isa? Nein. Warum? Weil wir vielleicht was übersehen haben. Was? Wenn ich mir einen Zugang zu den Akten hätte, wir wären nur mal auf die Aussagen der Freunde der Familie von Gerrit. Peter, nein. Geht nicht. Ich könnte dir sagen, wo Isa war, die letzten 10 Jahre. Willst du wieder mit Infostil, ne? Schon gut, dass du nicht zum BKA bist, echt. Mit so scheiß Methoden. Hättest den ganzen Laden Misskredit gebracht. Ich hab dich mal bewundert, echt. Und jetzt? Guck dich an. Für mich. Danke. Eine Frau muss das ja hier nicht unbedingt sehen. Stark.
Abend gehen dir nämlich alle auf die Nerven. Wenn es Leute, die dich mal fragen, wo du warst. Und, wo warst du? Naja, ist ja auch nicht nur schlimm, sich nicht erinnern zu können. Hm? Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr. Aber was ist, wenn die Vergangenheit Geheimnisse birgt? Umso mehr. Das heißt, weiterleben, ohne die eigene Vergangenheit zu kennen? Warum warst du heute Morgen da? Du hast mich beobachtet. Warum sollte ich das tun? Warum? Vielleicht eine Erinnerung? Was ist das hier? Ist das ein Spiel? Quälst du ganz gerne, ja? Kann das sein? Ja? Weißt du was? Du erinnerst dich an alles. Und erinnerst du dich auch daran, wie viel Spaß wir hatten? Oder soll ich dir noch ein bisschen helfen? Ganz ruhig. Okay? Glücklich? Das war ein schöner Abend mit euch. Macht's gut. Was, ihr kommt nicht mit, oder was? Nee, heute nicht. Bis morgen dann. Tschüss. Bis das nächste Mal wieder. Ciao. Ich geh noch runter. Nur trauen. Dieser miese kleine Banker gestellt. Wir sind immer noch die von Gems. Philipp. Wir verlieren alles. Ihr Job, Familie, alles. Wir gehen in den Knast. 10 Jahre, mindestens 15 Jahre. Hör zu. Du musst sie finden. Okay, du musst sie finden, bevor sie zur Polizei geht. Martin? Komm, Uschi. Ist jetzt nur noch sie oder wir? Martin, kommst du? Ja. So, dann wollen wir mal. Entschuldigung. Ich bin's. Es fliegt alles auf, sie weiß Bescheid. Wer? Wie wer? Isa! Custom ist völlig durchgedreht, deswegen. Hör zu, du musst uns helfen, ja? Sie muss verschwinden irgendwie. Bist du noch da? Ja, ja. Warte mal kurz. Ganz kleinen Moment, ja? Ich bin sofort wieder für sie da. Nimm die Anzeige auf. Mit drin. Sag mal, bist du bescheuert? Oder was? Du hast doch damals die Beweise verschwinden lassen! Und
zu schützen, du Arschloch! Ihr habt mit darum gemacht, ja? Damit haben wir nichts zu tun. Wenn das alles auffliegt, ja? Dann bist du genauso mit dran. Weil ich kacke nämlich aus, hörst du? Scheiße. Wo bist du? Wie geht's dir? Mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Ich brauche ein bisschen Zeit. Ja, ich melde mich. Ja. Ja, bitte tu das. Jederzeit, ja? Bist du? Ja. Hi. Ich habe nach Isa gesucht. Ich übernachte hier. Die Feier ist ja jetzt vorbei. Ja. Komm rein. Er ist unser Chance. Das Schwein hat Isa angegrapscht. Ja, aber er war besoffen. Das kann ich mit so einem nicht verbinden. Das geht nicht. Das Schicksal meines Gold mit uns, das hast du nicht kapiert. Sei klug, Philipp. Diese Chance kommt nicht wieder, never. Was passiert ist, ist passiert. Aber jetzt, es geht um unsere Zukunft. Verschwinde. Martin! Komm raus, ich muss mit dir reden. Philipp, hast du mich gehört? Ich habe einen Käufer für die Brauerei. Internationale Investoren. Da wird mehr für dich hängen bleiben als bei einem Kredit für Gemserbräu. Ja, Frank Goodman. Solange es keine Beweise gibt. Castorf kann alles abstreiten. Danke. Ich könnte Kommissar Ehren anrufen. Nein, der Polizei hier traue ich nicht. Dieser Polizist Helbig. Vorhin, als ich Castorf anzeigen wollte, da hat er telefoniert. Ich bin mir ziemlich sicher, da ging es um mich. Helbig? Ja. Aber nicht Helbig. Doch, ich habe mich nicht verhört. Das klang nicht gut. Außerdem, diese Bilder in meinem Kopf. Das war nicht nur Castorf. Da waren der Bürgermeister und Fallax. Ich habe es gesehen in ihren Augen, die Panik, als mein Vater Castorf geschlagen hat. Das war... Ja? Ja, Peter, ich bin's. Du, ich mach mir ein bisschen Sorgen. Die Junge von Gems, die war vorhin bei mir und wollte eine Anzeige machen und die ist dann wieder abgehauen. Vielleicht hast du eine Ahnung, wo die sein kann? Nee, du, tut mir leid. Ich mach mir echt Sorgen. Die war ziemlich durch den Wind und weil vielleicht ist sie jetzt, was ich... Ich könnte ein bisschen rumtelefonieren. Ja, gut. Danke dir, mein Freund, ne? Du verlogenes Arschloch. Wer war das? Wichser. Helbig. Ich glaube, du solltest heute Nacht hier bleiben.
Wie dämlich kann man bitte sein? Du hattest sie! Deine beschissene Fresse. Ihr hattet eure Schwänze nicht unter Kontrolle, ja? Und wenn ich da damals nicht aufgetaucht wäre, als sie abgehauen ist, ja? Dann wärt ihr schon längst im Knast. Komm mal auf! Ich hab euch den Arsch gerettet. Vor 10 Jahren. Und jetzt auch noch mal nach deinem bescheuerten Einbruch in ihr Hotelzimmer. Gut daran, verdammt! Auf jetzt! Das hier, das ist was anderes. Da nehmen wir nicht mehr mit. Nimm mir eine Summe. 30. 40.000. 50.000. Das wird nach einer Überdosis aussehen. Was ist das für ein Schwachsinn? Sie nimmt doch gar keine Drogen. Aber sie schluckt was gegen Kopfschmerzen. Auf die Schnelle gibt's hier nichts anderes. Ach ja, sie ist übrigens bei Wolf. Ich weiß genau, wo ich jetzt bin. Vom Arsch der Welt hier. Hier. Sieg! Komm. Aber es ist mein Herz mir sagt. Ich war so bereit für dich, ich war da. Ich war so da für dich. Aber du warst es nicht. Ja. Ich war so bereit. Du bist betrunken. Ja, ich bin betrunken. Und? Aber klar. Ganz klar. Du bist niemals mit mir weggegangen. Damals nicht und heute nicht. Und überhaupt. Vielleicht solltest du langsam mal anfangen. Nicht. Und du bist nie. Er war deine Affäre damals? Kein Wunder, dass sie mich nicht gefunden haben. Das hier, diese ganze Scheiße hier wäre sonst aufgeflogen. Isa. Isa, warte! Sie sind krank. Sie und ihre ganze Familie. Keine, bitte, bitte, komm, beruhige dich. Isa hat recht. Du hast sie nicht gefunden, weil du zu sehr damit beschäftigt warst, dich in höhere Kreise zu vögeln. Meine Toilette. Ich hab dich geliebt. Ehrlich? Robert. Lass uns zur Polizei gehen. Dann sagen, ich habe nichts in der Hand. Castorf kann alles abstreiten. Aber er hat dich verfolgt. Hat dich bedroht in deinem Hotelzimmer. Das glaubt mir doch keiner, Robert. Aber es ist doch klar, dass er oder einer von den anderen was mit deinem Verschwinden damals zu tun haben muss. Vielleicht ja auch alle.
Da müssen sie auf dem Schulfest gewesen sein. Fallax war da. Er hat ein Alibi, sagt dein Vater. Mark. Mein Bruder hat da Fotos gemacht, hat damit Geld verdient. Wenn auf seinen Fotos Kastorf drauf ist oder einer der anderen. Ich rufe ihn an. Was ist? Schlechte Nachrichten? Die Bank. Sie entziehen uns die Unterstützung. Aus der Traum. Weil ich meine Tochter verteidigt habe. Gewonnen. Hast du deinen Bruder erreicht? Okay. Ja, bei deiner Mutter. Wenn er sowieso dahin kommt. Okay. Okay, bis später. Ich hab doch gesagt, ich melde mich. Wie geht's dir? Lass uns später reden. Ja, ich bin müde. Isa, bitte, warte. Ich mache mir Sorgen. Was war das mit Kastorf? Kastorf hat mich missbraucht. Damals.